Was wir nach dem Öffnen der Verpackung vorfinden, ist die Zubehörbox. Das Handbuch, die Schienen für die Festplatten, Mainboardhalter und Schrauben, eine P4-Verlängerung sowie zwei Kabelbänder. An der Frontseite vom Gehäuse finden wir das 5,25 Zoll Laufwerk, so hinter diesen beiden Türchen. Reset, Power und Hard Drive Activity LED, 2x USB, Firewire sowie Mikrofon-Ein- und Audio-Ausgang. Und unterhalb dieser Leiste noch ein 3,5 Zoll Laufwerk. Auf der Oberseite des Gehäuses ist der An-Ausschalter. An der Gehäusefront sowie auf der linken Seite finden wir Mesh-Flächen zur B- und Entlüftung vor. Auch die Rückseite des Gehäuses ist großflächig perforiert. Die Seitenteile sind mit jeweils je zwei Rändelschrauben befestigt. Eine Besonderheit der Suco-Serie von Silverstone. Um an die Erweiterungskarten hier zu kommen, muss man eine Abdeckkappe entfernen. Im Falle des SG03 sind es zwei Schrauben, mit der diese befestigt ist. Sind diese entfernt, nimmt man die Kappe ab, beziehungsweise fällt schon runter und man kann mit einem Schraubenzieher die Schrauben entfernen. Das Mesh an der Vorderseite, wo auch die Lüfthaltung integriert ist, entfernt man durch Drücken dieser beiden Halter. Die Halterung ermöglicht eine relativ freie Positionierung des Lüfters. Und bietet auch die Möglichkeit, einen zweiten 120 mm Lüfter zu installieren. Dieser Rahmen, in dem sich auch das externe 3,5 Zoll Laufwerk befindet, sowie auf dem das Netzteil auch aufliegt, wird durch diese drei Schrauben gehalten. Die beiden Festplattenkäfige entfernen wir durch das Lösen dieser und dieser Schrauben.